Grüß euch, D1 HFS von Funkfieber hier und heute machen wir 80 Meter Standmobil mit dieser Antenne. Bis gleich. Ja, die einen oder anderen werden schon mitgekriegt haben, ab und zu mache ich 80 Meter Parks an die RFD8 noch nach Aktivierung, also wenn es unterm Tag mir die Zeit davor gerunden ist, also die Zeit verloren gegangen ist, dass ich weiter Kursus machen kann, dann mache ich meistens nur mal auf Nacht mit dem Auto die Parkaktivierung, wenn der Park zulässt natürlich, dass ich vom Auto aus das Ganze mache, mit FT8 und das mobilerweise mit meinem Auto. 10 Meter, 15 Meter kennt ihr ja, dann nehme ich ja die Avery Faltantenne her, die wo ja dann hier auf dem Magnetfuß drauf tue, das zeige ich euch dann alles. Und da bis Amerika gekommen und für Standmobil 80 Meter habe ich eine Mobilantenne von Diamond, die HF80CL von Diamond. Zur Geschichte zu dieser Antenne, warum ich die habe, also es ist eigentlich Zufall, dass ich die mittlerweile hier als Parks and Air Antenne mit im Auto führe. Ist eigentlich ein Zufall, weil ich mich eigentlich ehrlich gesagt erst wieder an die Antenne erinnern habe müssen. Und zwar habe ich Anfang des Jahres die Antenne wieder entdeckt letztes Jahr im Herbst, also genau vor einem Jahr wieder entdeckt. Die war in unserem Waschkammerl hinter der Tür. Habe ich mir gekauft, die war eigentlich recht günstig zu haben, habe ich mir damals, glaube ich, bei Wimo sogar gekauft. Und die Antenne war lange Zeit meine 80 Meter Stationsantenne. In der Anfangszeit meiner Kurzwellen-Daseins, weil ich da noch nicht viel Platz gehabt habe, also das Ganze vom Balkon aus betreiben habe müssen, und habe das dann mit einem Kfz-Motorhaubenhalterung am Balkongeländer montiert gehabt in so einem schräg so 45 Grad Winkel. Genau, war das meine Stationsantenne, also die ist im 45 Grad Winkel oder auch fast horizontal vom Balkon aus nach außen geragt. Hat mir gute Kontakte auf FD8 beschert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war eigentlich durchwegs zufrieden mit der Antenne für das, was ich genutzt habe. Also ich habe es als Stationsantenne genutzt für FT8, ein bisschen SSB auch. Also ich habe so im SSB-Bereich abgestimmt damals. Ist sie auch immer noch, ich habe sie nicht verändert, ich habe sie abknipsen müssen. Lieferabstimmung war 3,5 MHz. Dann muss man es halt ein bisschen abknipsen, den Edelstahl hier oben. Dann kann ich diesen Strahler hier demontieren. Mit Mannschau, eine habe ich schon verloren. Ist jetzt auch schon 3-4 Jahre die Antenne. Das Ganze ist auch hier demontierbar, aber ist natürlich, wenn man das permanent mobil benutzen möchte am Fahrzeug, während der Fahrt darf man sie nicht nutzen. Habe ich gelassen, aber man kann sie ja aufschrauben und dann hoch und dann kann man sie umlegen. Das heißt, man könnte sie theoretisch am Ende vom Dach in eine Halterung setzen und könnte sie mitführen. Und bei Bedarf richtet man sie auf, schraubt es fest und macht Betrieb. Die ganze Antenne hat einen PL-Anschluss. Somit passend halt für die meisten Magnetfüße am PKW. Und jetzt zeige ich euch dann noch schnell das Setup, was ich da dann eigentlich immer hernehme. Aktuell mit dem X5105 unterwegs hier. Im Auto und schraube jetzt das einfach hier auf diesen Magnetfuß, den habe ich hier schon drauf. Auf meinem Autodach habe ich eine transparente Lackschutzfolie angebracht, wo der Magnetfuß befestigt wird, um mir halt einfach das Dach nicht zu beschädigen. Genau, kommt jetzt hier drauf. Wird hier drauf geschraubt, da ist ja 5 Meter RG58 Kabel drauf und et voilà. Schaut das Ganze so aus, jetzt schwenken wir mal mit der Kamera. Achtung, kurzes Wackeln. Es ist halt, die Antenne ist halt knapp 2,30 Meter oder 40 lang. Also höher als das Auto und größer als ich. Und
Genau, ich blende euch jetzt noch ein Foto ein. Hoppala, ich muss das Display drehen, sonst kann ich nicht viel erzählen. Jetzt haben wir noch schnell das Funkgerät und das Kabel raus. Also so. Zack. Hier rum. Lyrum larum. Genau, ich habe das hier jetzt vom PL auf BNC natürlich adaptiert, damit ich hier mit meinen Xigos arbeiten kann. Habe zuerst gerade schon CQ gerufen über FT8. Mit dem Handy aus, mit dieser FT8CN irgendwie App. Blende euch schnell einen Screenshot, wie gut, dass ich jetzt in dieser Position gehört worden bin. Also hier habe ich Wald, also eigentlich Abschattung. Also eigentlich Stahle Richtung Osten. Das ist Norden, Süden, Westen, Osten. Genau. Nur so mal grobe Orientierung. Und jetzt zeige ich euch gerade schnell mal den Verlauf. Wir haben jetzt nachmittags um 4:30 mitteleuropäische Zeit und man hört FT8-Signale. Kalte Jahreszeit auf 80 Meter. Aber das juckt uns jetzt gerade nicht. Wir gehen jetzt auf die 600. Hoppala. Machen wir mal leise. Und einen Tuner aus. Gehen mal auf den Vox, muss ich noch ausschalten. Dann gehen wir mal in den SWR-Scan vom Xigo. Ich habe leider nichts anderes zum Messen heute dabei. Und jetzt schauen wir mal SWR-Scan. Hoppala, warum geht das so schlecht? Jetzt. Das ist der Vorführeffekt. Na komm, da ist das Kabel am Wackeln drin. Ist nicht ganz aufgeschraubt. Siehst du das? So, jetzt sieht man es gescheit. Den Verlauf, ihr könnt es ja lesen im Normalfall. Wir haben jetzt ein SWR von 1,0 bei 3,7 MHz, also das Mitte vom SSB-Bereich. Und wenn ich jetzt hergehe, jetzt gehen wir hier mal raus, machen wir jetzt schnell mal ein AM-Signal. Gut, er sagt jetzt hier Hi SWR, aber der Tuner packt sich das sauber runter, das Ganze. Jetzt, wenn das Kabel natürlich noch ein bisschen komfortabler aufmontiert ist, geht das natürlich nur mit einem Tacken besser. Genau. Und dann gehe ich jetzt einfach mal runter auf den FT8-Bereich. Bumm, hier unten. SWR-Scan. Dann verschiebt er das Ganze. Dann haben wir hier bei 6,7 MHz im tiefsten, 3,560 oder den tiefsten Punkt ohne Tuner. Jetzt sind wir bei 3,562. Aber ein Schmäh verzeiht, 3,613. Da haben wir im SSB-Bereich erinnern im Anfang. Wie gesagt, muss ich jetzt revidieren, ich habe es falsch abgelesen vorhin. Habe es damals auf FT8 abgestimmt, also auf 600, 3,6 MHz wegen FT8 und halt den Anfang vom SSB. Und der Rest hat halt dann einfach der Tuner gemacht. Also wenn ich jetzt hier auf 3,7 MHz gehe und den Tuner aktiviere, ja, tune mir das Ganze auch noch runter. Genau, seht ihr, da ist jetzt der Haken reingesprungen. Da bin ich jetzt bei 3,705. Ja. Also er tunt die mit Leichtigkeit die Antenne, natürlich mit der Spule verlustbehaftet, aber ich blende es euch nur mal ein, FT8 mit 5 Watt und dem Xigo X5105 ist das überhaupt kein Thema mit der Antenne. Und meine ersten Versuche auf der Kurzwelle 80 Meter waren mit dem Xigo X108G Outdoor, 20 Watt Transceiver, der Vorgänger vom G90.
Und das hat mit dem auch schon super funktioniert, hat mir tollste QSOs beschert, diese Antenne, die Mobilantenne, als Stationsantenne schon. Also wer vielleicht sogar noch Möglichkeit sucht, 80 Meter zu machen, kann ich die Antenne wärmstens empfehlen. Aber Vorsicht, in der Station unbedingt Mantelwellensperre nutzen, sonst flimmert alles, was nur flimmern kann. Also empfiehlt sie im Scheck, Mantelwellensperre zu verwenden. Mobilerweise ist es eher wurscht, muss ich sagen. FT8 funktioniert gut. Ich sitze im Auto, es strahlt um mich rum. Habe bisher keine Probleme gehabt, habe bisher keine Mantelwellensperre gebraucht, wenn ich im Auto gesetzt bin mit dem Notebook. Um FT8 zu machen, standmobil, 80 Meter, war das bisher kein Problem. Aber damals als Stationsantenne kann man schon das ein oder andere stören. Da muss man natürlich mit einer gewissen Vorsicht herangehen. Eine Mantelwellensperre hilft hier natürlich. Vielleicht würde es auch am Speisepunkt oder Fußpunkt, wie auch immer, das direkt an der Antenne vielleicht sogar eine einfügen und dann nochmal im Scheck, um hier einfach die blöde HF draußen zu lassen, die wir nicht brauchen, weil es ist ja, braucht ja auch genügend Gegengewicht. Also wie gesagt, ich habe es auf Metallgeländer festgemacht gehabt am Balkon. Also es braucht ordentlich Gegengewicht. Hier reicht mir das Auto vollkommen aus. Ich habe damals ein 8 Meter langes Balkongeländer gehabt als Gegengewicht. Das hat halt gut funktioniert. Ich werde es natürlich prüfen, ob das bei euch auch funktioniert. Es kann nicht garantieren, dass es bei jedem so funktioniert. Bei mir war es halt damals die Lösung, in der Anfangszeit auf 80 Meter am Abend QRV zu sein oder im Winter. Und hat super funktioniert für mich. Ja, eigentlich war das damals für mich eine Problemlöseantenne. Man sieht jetzt hier den Magnetfuß. Sieht man das? Warte mal, das Display nochmal dran. Da tue ich mir leicht, euch das zu zeigen. Genau, der Magnetfuß, ganz klassischer breiter Magnetfuß, 14 cm glaube ich Durchmesser. Und hier ist auf dem Dach diese transparente Lackschutzfolie aufgebracht für den Magnetfuß. Ich bin tatsächlich nicht in der Mitte des Daches, wie man es immer eigentlich haben sollte, weil es einfach bequemer ist, hier dann das Ganze hier zu bedienen. Und im Standmobil ist mir das eigentlich eher Gnödel, weil dann richte ich mir das System so her, wie es ich brauche. Und dass das passt. Und es passt für mich. Es hat mir tollste QSOs bisher beschert in Parks on the Air. Also falls hier jemand eine Mobilantenne sucht, also die kann ich tatsächlich wärmstens empfehlen und gibt es für einen schmalen Taler, um wenn man hier jetzt mal keine Möglichkeit hat, was aufzubauen oder auch nicht aufbauen will, weil einfach das Wetter zu gruselig ist draußen, wenn es regnet, schneit oder sonst irgendwas, draufgeschraubt und fertig. Und das Tolle ist natürlich, durch das, dass ich es einmal hier zerlegen kann, hier oben, schwenkt man mal schnell, Achtung, dass ich es hier umklappen kann und dann nochmal weiter oben, natürlich weiter oben die ganze Antenne nochmal abschrauben kann mit einem Imbusschlüssel. Macht es natürlich sehr leicht verstaubarbar für mich im Fahrzeug, ist bei mir unter der Rückbank verstaut und bei Bedarf wird die jetzt einfach rausgeholt, aufgeschraubt und los geht's. Ja, das war's jetzt hier mit meiner 80 Meter Problemlöseantenne für POTA, für Standmobil. Ich hoffe, das hat euch gefallen und war interessant. Da war DO1 HFS von Funkfieber. Macht's gut, wir sehen uns in den nächsten Videos. Und genau, mein Problemlöseantenne für 80 Meter Standmobil.